Alltag im Wahlkampf. Jedenfalls für Franz Josef Strauß und seinen liebsten Feind, die APO. Sie bekämpfen sich und sie brauchen sich. Für die Radikalen in der jüngeren Generation ist der Name Franz Josef Strauß das Zauberwort, das ihre Anhänger mobilisiert. Ein paar Hitzköpfe stecken im Scheinwerferlicht Prügel ein und fühlen sich dabei noch als Helden. Im Dunkeln bleiben die Besorgten, denen der politische Überdruck der bayerischen Wahllokomotive nicht geheuer ist, Erinnerungen weckt. Strauß genießt geradezu den Krawall vor der Tür, könnte man meinen. Der Tumult schließt die Reihen seiner Gemeinde fester und er liefert ihm das erhoffte Stichwort, den willkommenen Anlass, um ohne Widerspruch die Gefahr von links in grellen Farben schildern zu können. Strauß und die APO, liebste Feinde. Von den Besorgten spricht er nicht. Sie irritieren ihn. Er braucht den radikalen Störenfried, den Beelzebub. Wenn er mit ihm abrechnet, ist der Beifall garantiert. Und Franz Josef Strauß braucht den Triumph. Er findet ihn zu Hause im Bayernland. Wenn er im Landauer durch die Straßen rollt, genießt er, wenn auch eingezwängt, die Popularität. Hier gibt es keine vorwitzigen APO-Demonstranten, höchstens stört ein Wahlplakat der SPD. Doch was will die in Bayern schon erreichen? In Bayern herrscht die CSU. Und die ganz Linken trauen sich nur zögernd in die Menge. Der Bayer ist mit seinem Volk zufrieden. Aufgeladen, aufgerichtet, aufgebaut, stößt er dann wieder in den Norden vor, um sich erneut an seinem liebsten Feind zu reiben. Die Menge jubelt und auch der gewünschte APO-Störtrupp ist vorhanden, mit dem man rechnen kann, bevor er aus dem Saal geworfen wird. Wer durch Lautstärke oder andere Gewaltanwendung die Abhaltung einer politischen Veranstaltung verhindern will, ist ein Radikaler, ein Extremist und in den Methoden ein Nazi. Das Publikum wird erst erschreckt und vor dem neuen Angriff mit einem Witz gestreichelt. Und ich sage es Ihnen, weil ich ein Gründungsmitglied und Ehrenmitglied des Vereins für deutliche Aussprache bin, dass Sie, die Schreier, die Störer, die Querulanten, die antidemokratischen Hetzer, dass Sie den Rechtsradikalismus züchten in Deutschland. Aber so ernst nehmen wir sie auch nicht. Die demokratischen Parteien werden mit beidem fertig werden. Mit dem Links- und dem Rechtsradikalismus. Sie haben einen Anspruch darauf, dass sich jugendliche Wirrköpfe und missratene Kinder der Wohlstandsgesellschaft das, was Sie ihr Heim, ihre Familie und ihr Haus nennen, wiederum von Neuem gefährden können. Und Strauß kennt auch die Hintermänner. Es ist kein Zweifel, dass ein guter Teil dessen, was heute sich APO nennt, seine geistigen und moralischen Wurzeln in einem Teil der SPD-Propaganda der 50er Jahre hat. Vielleicht wollen Sie auch noch durch Pfeifen die Richtigkeit des folgenden Satzes bestreiten, dass nämlich der SDS, der heute von der SPD als Vorhut des Bürgerkrieges bezeichnet wird, ursprünglich von der SPD gegründet worden ist. Sie wissen doch ganz genau, dass Helmut Schmidt einer der ersten Bundesvorsitzenden des SDS gewesen ist. Heute will er für sein damaliges Kind nicht mehr die politischen Alimente zahlen. Ganz genau, dass der heutige Bundesjustizminister Horst Emke ein führender Funktionär des SDS gewesen ist. Ja, was heißt das? Pui, stimmt das, was ich sage, oder stimmt es nicht? Das ist doch die einzige Frage, um die es geht. Und ich behaupte, dass Helmut Schmidt Bundesvorsitzender war und Horst Emke führender Funktionär war. Ich werfe Ihnen nicht vor, dass Sie heute etwas noch mit dem SDS zu tun haben.
aber ich werfe Ihnen vor, dass Sie Organisationen in die Welt gesetzt und geführt haben, die Ihnen nach links ins kommunistische Fahrwasser abgeglitten sind, sodass Sie heute jede Kontrolle darüber verloren haben. Das ist das Problem. Ich sage Ihnen nur eines. Die Mao, 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 Ho Chi Minh, Che Guevara und wie sie heißen. Sie können ruhig gleich, obwohl das nicht so gut klingt, Karl Ulbricht, das passt nicht so genau. Das klingt ja, wie man gurgelt ungefähr. Ich wünsche Ihnen nichts Böses, aber eines, dass Sie mal eine Zeit lang unter den Umständen leben müssen, die von Ihnen in unserem Wohlstandsland bejubelten Diktatoren ihren Völkern und ihrer Jugend zumuten. Strauß ist nicht zimperlich, wenn es gilt, den Gegner abzukanzeln. Hart teilt er aus, ist aber sehr empfindlich, wenn zurückgeschlagen wird. Vor Tätlichkeiten schützen ihn Hundertschaften der Polizei. Auch wenn sie, wie es oft geschieht, nicht einzugreifen brauchen, heizt schon ihr Aufmarsch die Stimmung an. Durch das Gefühl, dass alle Macht beim Widersacher liegt, werden die jugendlichen Demonstranten nicht abgeschreckt, sondern zu törichter Aktion verleitet. Und kriminelle Schlägerbanden mischen mit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn hier einige, ich habe das Wort gebraucht, weil das mir von einem Polizeipräsidenten, einem sozialdemokratischen Polizeipräsidenten einer großen Stadt gesagt worden ist, dass es sich hier großenteils um Neurotiker handle und um irregeleitete Fanatiker handle, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das das Beweis dass Leute, die das Glück haben, das Dritte Reich überhaupt nicht mehr erlebt zu haben, von den Umständen, wie damals die Weimarer Republik zugrunde ging und Hitler an die Macht kam, nicht die geringste Vorstellung hatten, dass sie heute von irgendwelchen Parolen gefüttert dann mit Sieg Heil und Nazi und Faschist und so weiter glauben, die politische Auseinandersetzung der Gegenwart bestreiten zu können. Und dabei merken sie gar nicht, und jetzt können Sie ruhig nochmal schreien, dabei merken sie gar nicht, dass sie genau dieselbe Mentalität und Geisteshaltung haben, die seinerzeit die SA und die SS bei der Zerstörung der Weimarer Republik an den Tag gelegt haben. Genau dieselbe. Und wenn sie das Pech gehabt hätten, 30 Jahre früher geboren zu sein, dann wären Adolf Hitler und Heinrich Himmler froh gewesen, manche dieser Typen, die wir heute kennenlernen, in ihren Reihen als Schläger und Störer eingereiht zu haben. Franz Josef Strauß sagt immer wieder, wie er es sieht, nicht wie es ist. Auf jeder Versammlung fast mit denselben Worten. Er duldet Widerspruch nur eine begrenzte Zeit und wer dann noch aufmuckt, muss den Saal verlassen. Das Los trifft gleichermaßen den jugendlichen Störenfried wie den politisch engagierten Disputanten. Am 28. September, meine Damen und Herren, da geht es darum, Weichenstellung für die nächsten 4 Jahre und wahrscheinlich noch weitere Jahre. Es geht darum, meine Damen und Herren, und darum bitte ich Sie um Ihr Vertrauen als der Stimmkreiskandidat. Stimme 1, mir, Stimme 2, wenn es die CSU wählen, müssen es wieder mir geben, weil ich an der Spitze der Liste der CSU in Bayern stehe. Und ich kann mich über mangelnden Zulauf außerhalb der bayerischen Grenzen nicht beklagen. Sehr zum Ärger derer, die glauben, dass für mich an der Mainlinie etwa der Zulauf oder die Attraktivität aufhören würde. Ganz im Gegenteil, wir von der CSU sind eines der belebenden Elemente auch für die CDU. Denn wir sind keine langweilige Honorationenpartei, sondern wir sind ein sehr aktiver Haufen, wir schauen dem Volk aufs Maul, wir wissen, wo das Volk der Schuh drückt und wenn wir reden, dann reden wir nach dem Grundsatz, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf und drum höre ich jetzt auf. Der Schluss dieses Films, meine Damen und Herren, mag heiter wirken, doch erlauben Sie mir ein paar ernste Worte. Jeder Bericht über Strauß ist auf den ersten Blick ein Bericht für Strauß. Denn auf den ersten Blick erscheint seine Argumentation, weil sie so leicht fassbar ist, überzeugend, einleuchtend. Aber wenn man sie dann auf ihre Stichhaltigkeit untersucht, dann kommen Zweifel. Dann stellt sich heraus, wie sehr er an der Oberfläche bleibt und wie bewusst er Beschuldigungen auch dann wiederholt, wenn sie 100-mal widerlegt worden sind. Das ist, wie ich glaube, ein Grund dafür, dass jugendliche Radikale und nicht nur sie, jedes Auftreten des CSU-Vorsitzenden mit Protest begleiten.